Der German Toy Market, zu Deutsch Spielzeugmarkt, ist nach 30 Jahren in Mülheim wieder in Obertshausen. Im Bürgerhaus präsentierten Sammler und Händler Autos, Plüschtiere, Modelleisenbahnen und viele andere begehrte und teilweise sehr wertvolle Spielwaren. Ein Spielzeugmarkt dieser Art ist ein Markt der gehobenen Klasse. Hauptsächlich antike Puppen und historische Puppen, Teddys und Blechspielzeug. Es gibt also ein wirklich historisches Spielzeug für 5 Euro. Es gibt aber auch eins für 50.000. Wir haben einen Sammler gefragt, wer der typische Besucher eines solchen Marktes ist. Die Leute heute, die zu den Märkten gehen, das sind zum einen die Sammler, die nach wie vor ihre Händler besuchen und versuchen dort ihre Sammlerstücke zu bekommen. Zum anderen sind es Eltern mit Kindern oder der Großvater mit dem Enkel an der Hand, die was für die Bahn suchen zum Basteln und zum Fahren. Oder einfach die Leute, die am Sonntagnachmittag Kaffee trinken gehen und anschließend noch einen Spaziergang über die Börse machen und mal so gucken, was da angeboten wird. Nicht nur aus allen Teilen der Bundesrepublik, sondern sogar aus dem Ausland zog es Besucher nach Obertshausen.